Ja, herzlich willkommen zu einer neuen kurzen Folge von Let's Shoot. Der Stefan, der war so nett, sag ich jetzt mal, und hat ein bisschen Geld gespendet, um diese Dinger hier zu kaufen. Das ist Opal Magnum von der Firma Brennecke. Hat 666 Grain, also ein ziemlich schweres Geschoss und ist Kaliber 12,76. Und er hat mich gebeten, das mal aus einer Flinte zu verschießen, um einfach mal zu testen, ob man davon eine blaue Schulter bekommt. Das machen wir jetzt. Wir sind gerade in Wiesloch. Viel Spaß. Ja, dann schreiten wir doch direkt zur Tat, oder? Oh, ich fürchte mich. Fürchtest du dich auch schon? Nö. Okay. Ich mache erstmal eine. Oh, das ging jetzt aber. Das fand ich jetzt noch gar nicht so schlimm. Ich mache nochmal eine. Habe ich auch was getroffen? Ah, ein bisschen tief, ne? Ah, schon besser. Ist ich. Also so als Fazit, das drückt schon ganz schön in der Schulter, aber alles noch in Ordnung. Ich würde sagen, ich lasse einfach mal die anderen schießen und gucken, wie die so das beurteilen. Und dann, ja, warum soll ich mich alleine quälen? Ne? Ja, ist ja doch toll, wenn nicht nur ich daran Spaß habe. Vielen Dank nochmal an Stefan, der das zur Verfügung gestellt hat. Und ist auf jeden Fall eine coole Motion. Man sieht auch, also da passiert auch ordentlich was. Durchaus empfehlenswert. Kannst gerne noch mal machen, wenn du willst. Gerne nochmal, danke. Wie hat es sich in der Schulter so angefühlt? Okay, ne? Nicht unangenehm. Ja, siehst du, sag ich doch. Ja, Stefan, also da bleibt mir nur zu sagen, dein Versuch, uns hier die Schulter zu massieren, ist nicht so ganz gelungen. Aber auf jeden Fall coole Nummer. Oh, du hast auch ganz gut getroffen, sehe ich gerade. Hier oben die beiden. Mhm. Sehr schön. So, jetzt haben wir mal hier die Munition Opal Magnum noch mal aus einer anderen Flinte. Ich glaube, was ist das? Eine Remington 870? Ne? Okay. Irgendwas anderes. Oh, schiebt schon ganz schön. Das sieht auf jeden Fall lustig aus. Oh. Gut zu schießen. Gut zu schießen, ne? Kannst gerne noch einen machen, wenn du willst. Die Pakete haben wir extra dafür mitgebracht. Oh, und du hast, glaube ich, sogar richtig schön auf die neuen gesemmelt. Nice. Aber du hast ja auch Ghost String, ne? Ja. Macht Spaß. Genau. Ja, also ich würde auch sagen, so vom Gefühl her, eigentlich gar nicht unangenehm, ist eher so schiebend und kann man gut schießen. Ist wahrscheinlich eine super Jagdmunition. Eigentlich ein guter Tipp, das mal auszuprobieren. So, jetzt schießt auch Claudia mal mit der Flinte. Und mal gucken, was sie dann dazu sagt, zu der Opal Magnum. Und er war etwas hoch. Ja. Aber prinzipiell, was sagt deine Schulter? Alles gut. Alles gut? Ja, nice. Boah, es ist hier wieder so eine AR, ne? Fürchterlich. Scheiß ARs, voll gefährlich die Dinger. Verboten. Falls ich noch nicht gesagt habe, das ist übrigens eine Mossberg 500, ATP 8. Geile Flinte, richtig schön klassisch. Ich habe mal eine SL6. Ja, da. Ja, also auch wenn man mal schneller schießt, kein Problem. Gute Munition. Ja, Opal Magnum. 66 Grain, gestiftet von Stefan. Ja, ich muss sagen, hat mich jetzt überrascht, dass es doch sehr angenehm zu schießen war. Wie gesagt, eher so ein schiebendes Gefühl, kickt gar nicht so doll wie gedacht. Und kann man auch aus einer leichten Flinte wie der Mossberg wirklich wunderbar schießen. Danke Stefan nochmal, dass du das gespendet möglich gemacht hast. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß bei dem kurzen Video und so einen kleinen Einblick hier. Und jetzt filmen wir natürlich weiter hier in Wiesloch. Und ja, das seht ihr dann im nächsten Video. Viel Spaß. Bis dann. Ciao, Kakao. Tschö mit Ö. Ganz viel Liebe. Bin raus.